Jo, servus liebe Elden Ring Fans und herzlich willkommen hier beim Dungeon Walkthrough. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die Trübflusshöhle angeschaut, haben dort Patches kennengelernt und hatten eine richtig dicke Invasion. Und dieses Mal schauen wir uns das Totenwasserdorf an. Das ist genau hier vor meinem Kopf. Ja, ich befinde mich hier am Leuchtfeuer-Randgebiete des Totenwasserdorfes. Ja, das befindet sich hier auf der Map. Es ist kein Dungeon an sich, aber dort lungert ein richtig cooler Boss rum, der irgendwie auch witzig ist. Und ja, den machen wir heute. Also wird es nicht großartig Aufregendes werden, aber es gehört halt dazu. Deswegen laufen wir jetzt mal hier rein. Und wir sehen ihn theoretisch schon. Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Denn hier kommen überall Untote, die uns ans Leder wollen. Unser Ziel ist es aber, genau ihn hier mit dem Bootchen zu erledigen. Und das ist hier der Boss. Ja. So. Bisschen blöd. Er macht sich jedes Mal unsichtbar. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo er rumlungert. Und müssen ihn dann Herr werden. Ja. Er hat nicht viel Leben. Er teilt in der Regel jetzt auch nicht ganz so viel aus. Ja. Das Problem ist, dass hier überall diese blöden Untoten kommen. Und die beschwören noch hier diese komischen, ja, was auch immer, Verbälle, ja. Und die werden uns richtig nerven. Wir müssen jetzt gucken, wo er ist. Da ist er. Und er wird schon beschützt hier von diesen Untoten. So. Am besten ist, wir geben ihm ein paar aufgeladene Schläge. Und wenn er jetzt hier ausholt, ja, auf jeden Fall weg. Weil da haut er auch ganz ordentlich Schaden raus. So. Und bevor er wieder verschwindet, gucken wir, dass wir ihm ein paar schwere Schläge geben. Und wenn er jetzt hier mit dem Boot auf uns knallt, das haut er auch richtig drauf. Aber er hier ist unser Ziel. Ja, nicht von diesen anderen irritieren lassen. Solange wir noch da ist, immer schwere Schläge drauf. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und jetzt weg. Denn das macht mächtig Aua. Jetzt können wir hier vielleicht den einen oder anderen umhauen. So. Wieder hin. Aufgeladen. Ah, jetzt kriegt man das Boot auf den Frack. So, jetzt wieder hin. Aufgeladen Schlag. Und ihn aus der Haltung bringen. Und jetzt geben wir ihnen den Rest. So, das war's mit ihm. Die Untoten fallen um. Gegner zu Fall gebracht. Absolut majestätisch. Wir bekommen ein paar EPs. Eine Todeswurzel. Und eine Asche mit den neuen Skeletten. Die werden uns enorm helfen. In einigen Dungeons. Deswegen bin ich hierher gekommen. Richtig cool. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Ruinen noch ein bisschen an. Ja, wir haben jetzt hier überall weitere von diesen Untoten. Ja, locken die mal an. Hallo, komm mal her. So, versucht zu vermeiden, dass ihr mit so viel wie möglichen von denen kämpfen tut. Ja, die sind halt unangenehm. So, vor allem er hier, der beschwört immer diese komischen Bälle. Ja, da könnt ihr aber wunderbar drum herumlaufen. Und ihr seht ja, die nerven ein bisschen. So. Da ist der nächste. So, wir hauen ihn um. Und auch die sind sehr, sehr anfällig auf mein Lieblingsgegner hier, ja, im Spiel. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesen blöden Libellendingern gedacht haben, die einen einfach sowas von annerven, an die du so nicht rankommst. Absolut nervig, diese Typen. So, und dann, im Prinzip gibt es hier gar nicht so viel. Ja, wir haben jetzt die Seite hier abgeguckt. Schauen jetzt mal hier in das Gelände rein. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, wo hier was so richtig ist. Hier sind jetzt schon die Schildkröten. Da geht es quasi dann schon raus aus den Ruinen. Und hier kann man Steinschwertschlüssel einsetzen. Das machen wir mal. So, ja, zerbrochen.
Und dann gehen wir hier rein. Und haben noch mehr Schildkröten. Die ignorieren wir, die tun uns nichts. Schöne Tierchen sind das. Brauchen wir also nicht irgendwie dagegen ledern. Wir öffnen hier diese Tür. Und nehmen hier diese Truhe mit. So. Und bekommen grüner Schildkröten-Talisman. Den gucken wir uns mal an. Grüner Schildkröten-Talisman. Wo bist du? Hier. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Also richtig cool. Da erholt sich unsere Ausdauer quasi schneller. Und Ausdauer ist das A und O in den Souls-Spielen. Wisst ihr wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir nach hier hinten. Begeben uns mal hier in diese Ruinen rein. So, wir müssen aufpassen. Trotzdem lungern ja überall noch diese Untoten rum. Ach, ich komme von hier jetzt nicht hin. Müssen wir hier hoch. Und wir wollen dieses eine Item haben, was wir da eben gesehen haben. Wo ist es? Da. Und wir sehen schon, hinter uns bewegt sich was. Wir hauen direkt drauf. Wie er aufsteht, haben wir schon drauf. So, und hier sind wahrscheinlich noch mehr. Ja. So, hauen drauf. Bevor er irgendwas machen kann, erledigen wir ihn. Machen jetzt schön langsam, Stück für Stück. Wir sehen die ganz gut. Eigentlich, ja. Wenn ich sowas sage, werde ich in der Regel von hinten angefallen. So, und mehr war jetzt hier auch nicht. Aber im Kampf hatten wir ja gesehen, da hinten, hinter den Ruinen, war noch ein paar Items. Und die holen wir uns. Oder mindestens eins war da. Hier irgendwo. Jetzt ist hell, man sieht es so schlecht. Hier. Nochmal ein Schmiedestein. Richtig cool. Hier dahinter ist nichts. Hier nochmal Trinas Lilie. Und dann haben wir es. Wenn sich hier hinten nichts mehr findet. Nee. Dann haben wir auch das Totenwasserdorf bewältigt. Haben einen richtig coolen Boss gehabt, ja, der mal was komplett anderes ist. Und tja, da gibt es dazu nichts zu sagen. Ja. Dann haben wir quasi auch mehr oder weniger die meisten hier oder die Dungeons hier in Middle Limgrave, sage ich jetzt mal, wenn ich die Halbtränen-Insel, die Tränenhalbinsel außen vor lasse, haben wir hier in Limgrave jetzt alle Dungeons abgefarmt. Und dann geht's als nächstes in die oder zur Tränenhalbinsel. Das machen wir in der nächsten Folge. Da schauen wir uns Stück für Stück die weiteren Dungeons an. Ich würde mich deswegen freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich wink mal noch. Ja, so. Tschüss.